Wissen Sie, was hinter verschlossenen Türen mit Ihren Rundfunkgebühren geschieht? Einem Bericht des Business Insider zufolge wird an der Spitze des RBB nicht so genau hingeschaut, wo das Geld der Gebührenzahler hinfließt. Es geht um kleinere Dinge wie Dinnerpartys im Hause der Intendantin, die über den Sender abgerechnet wurden, und um große Summen wie die aus dem Ruder gelaufenen Kosten für ein geplantes neues Studio. Bei diesem Projekt geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag. Zudem gibt es mehrere Fälle von Interessenkonflikten, auch aufgrund lukrativer Beraterverträge. Im Zentrum der Vorwürfe steht der Chef des Verwaltungsrates, der die Arbeit des RBB prüfen soll. Es zeigt sich einmal mehr, was am RBB, ja an der gesamten deutschen Rundfunkordnung insgesamt problematisch ist. Das Kontrollsystem aus Rundfunkrat und Verwaltungsrat hält nicht, was es verspricht. Die Sender expandieren immer weiter, die Zwangsbeiträge auch. Und das gegen den erklärten Willen der Bürger. Und damit leider auch die Selbstbedienungsmentalität an der Spitze dieser Einrichtungen. Es ist genauso wie bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Auch sie wird aus Rundfunkzwangsbeiträgen finanziert. Auch dort bestehen Interessenkonflikte. Wir wollen wirklich unabhängige Medien. Das ganze System muss auf dem Prüfstand. Die Sender müssen verschlankt werden, indem sie sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. Dann können auch die Zwangsbeiträge sinken.